Eure nächste Grillparty ist schon in Planung, aber ihr habt noch keine richtige Idee für die Tischdeko? Dann seid ihr bei diesem Video hier genau richtig. Wir zeigen euch, wie eure Gäste auf eurer Terrasse oder eurem Balkon mit einem schön gedeckten Tisch beeindruckt. Oft nimmt man fürs Tischdecken draußen ja einfach das Alltagsgeschirr. Weiße schlichte Teller, ein paar Servietten, vielleicht noch eine Vase dazu. Aber für einen stimmungsvollen Sommerabend, da stelle ich mir was anderes vor. Ich wünsche mir einen Tisch, der Dolce Vita ausstrahlt. Mit kräftigen Farben wie Zitronengelb und Blau und mediterraner Deko. Übrigens, alles, was wir euch heute hier zeigen, könnt ihr natürlich auch für drinnen benutzen. Wir starten mit diesen farbigen Tellern. Für Teller und Unterteller nehme ich immer eine andere Farbkombination. Dazu kommen noch die Martini-Gläser aus blauem Glas und edlem Goldrand. Hier am Tischende habe ich Platz für mein Baguette und leckere Soßen. Und gegenüber an dieses Tischende kommt mein Getränketablett. Solche kleinen Schälchen sind super für Snacks. Die verteile ich jetzt über den ganzen Tisch und da kann jeder ein bisschen davon naschen. Jetzt kommen noch Naturelemente dazu, wie diese Töpfchen mit mediterranen Kräutern. Die Natur bringe ich auch bei den Servietten unter. Einfach noch ein paar Zweige reinlegen, unten zusammenbinden und fertig. Jetzt verteile ich noch Lichtpunkte auf dem ganzen Tisch. Wichtig dabei, dass sie symmetrisch angeordnet sind. Das habe ich bei der ganzen Deko beachtet. Alles steht ungefähr auf einer Linie. Außerdem ist die Deko überall in etwa gleich hoch. Mega schön, frisch und total einladend. Für mich machen es ja die Kleinigkeiten besonders, wie Katrin die Blätter der Kräuter nochmal in den Servietten aufgegriffen hat. Seht ihr das? Die haben eine Blattform. Bei meinem Tisch stehen heute kräftige Farben und spannende Muster im Fokus. Dafür kombiniere ich tiefes Blau mit Braun und Anthrazit. Dazu kommen organische Formen und natürliche Materialien auf den ganzen Tisch. Die sorgen dafür, dass alles nicht zu hart, sondern freundlich und harmonisch wirkt. Meine Basis sind diese Plattsets aus Jute. Die sind ein toller Kontrast zu den glänzenden Tellern und setzen sie optisch vom Tisch ab. Schaut mal! Jeder Teller ist anders und hat sein ganz eigenes Muster. Und die organische Form macht das kühle Blau gleich weicher. Dazwischen kommt ein Teller in hellem Blau. Der sorgt für Abwechslung. Bei Besteck und Gläsern setze ich auf Anthrazit. Dazu kommen immer wieder Elemente in Braun, wie meine Servietten. Weiter geht's in Grüppchen, so wie hier. Zwei weitere verteile ich hier noch über den Tisch. Zu dem Thema Dekorieren in Grüppchen habe ich euch hier ein Video von Katrin verlinkt. Ein hoher Blickpunkt in der Mitte und die Grüppchen drumherum. Meine Deko habe ich angeordnet wie eine Pyramide.
auch innerhalb der drei Grüppchen, bin ich nach diesem Prinzip vorgegangen. Das macht alles strukturiert, aber gleichzeitig optisch spannend. Wow, das sieht echt klasse aus. Ich hätte ja nicht gedacht, dass Blau, Anthrazit und Braun so gut miteinander harmonieren. Ich dachte eher, das ist ein bisschen düster. Und die Idee, dass man Teller und Vasen nimmt mit einem ähnlichen Muster, das finde ich super. Jetzt wollen wir eure Meinung wissen. Seid ihr Team Mediterran oder Team Blau? Schreibt es uns doch in die Kommentare. Wir sind sehr gespannt. Bis zum nächsten Mal. Wir freuen uns auf euch.